So, nun kommen wir endlich zu der lange versprochenen Auslosung der Sondermodelle für die Fotoshow, die wir bei uns im Forum gemacht haben. Jeder weiß ja, durch Covid keine Live-Shows, nichts. Und wir hatten so ein kleines Foto-Event gehabt und hatten dann allen Teilnehmern versprochen, zwei besondere Pferde zu verlosen, die uns freundlicherweise vom Breyer zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben bei der Show gehabt 18 Anmeldungen. Drei Leute haben nicht mitgemacht, und zwar die Leute mit der Startnummer 3, 17 und 18. Wer natürlich nicht mitmacht, genau wie bei einer Live-Show, wird auch nicht hier berücksichtigt. Verlost werden zwei Modelle. Ich blende hier so kleine Bilder ein. Einmal der Esch Breyerfest Special Run 2020. Der hatte eine Auflage von 1700 Modellen. Und der Oldtimer als Lafitte, ein 2019 Web-Special in einer Auflage von nur 350 Modellen. Beide Modelle wurden uns kostenlos vom Breyer zur Verfügung gestellt, damit sie hier bei den Teilnehmern verlost werden können. Wir möchten uns da ausdrücklich nochmal für bedanken, dass wir immer da so nett unterstützt werden. Ja, wie fand die Verlosung statt? Und zwar haben wir hier diese Lostrommel, das kennt man ja auch schon, das machen wir auch auf den Live-Shows immer so für die Teilnehmer. Jeder Teilnehmer bekommt praktisch ein Bällchen mit einer Nummer. Das sind diese kleinen Holzkügelchen hier. Die kommen in diese Lostrommel rein, beziehungsweise kann sie normalerweise jeder selber reinschmeißen und dann wird einfach gezogen. Im Gegensatz zur Live-Show gibt es hier nur zwei Preise, wie gesagt, die beiden schon erwähnten Pferde. Läuft folgendermaßen ab. Wir haben hier oben so eine kleine Öffnung in der Trommel. Das sind jetzt zwei Kugeln ohne Nummern. Ich will das nochmal zeigen, wie es funktioniert. Die werden einfach reingeschmissen, die Nummern, also beziehungsweise die Kügelchen mit den Nummern. Wir mischen das Ganze ein bisschen. Und dann geht es in die andere Richtung. Kügelchen kommt rein, läuft oben runter. Und entsprechend hier haben wir dann den ersten Gewinner. Wie gesagt, die Kugeln haben keine Nummern. Und darum ist es hier auch egal. Nehmen noch die zweite Kugel raus und hätten praktisch beide Gewinner. Jetzt befüllen wir die Trommel mit den richtigen Nummern. Und zwar haben wir hier, ich halte die Nummern einfach mal rein, ich muss ja nicht großartig was dazu sagen. Und dann können wir sehen, dass die Sachen noch reingenommen werden. Ich werde das nicht mehr schneiden von hier an. Jeder sieht genau, welche Kugeln ich reinschmeiße. Ich halte sie einmal rein. Leider sind die Zahlen etwas dünn hier drauf, aber ich denke, man erkennt, was es ist. Also die Nummern 1 bis 16, außer der 3. Wie gesagt, die 3 hat keine Bilder, kein Video, nichts gepostet und ist damit raus aus dem Rennen. Ich habe keine Ahnung, wem welche Nummer gehört. Ist ganz okay. Bei uns im Büro ist das vermerkt durch die Anmeldungen und die Gewinner werden natürlich auch nochmal extra benachrichtigt. Dann wollen wir mal ein bisschen mischen. Als erstes verlosen wir den Esch. Das ist der Schimmel, den man hier oben noch mal sieht als Bild. Und los geht es.
Und damit haben wir einen Gewinner für den Esch. Und das ist die Nummer. Ups, komm her, komm sofort da raus. Die Nummer 9. Also Starter Nummer 9 hat den Esch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mischen wir noch mal ein bisschen. Und nun geht es um den Oldtimer, den Lafitte, wie man hier oben gesehen hat, das Web-Special. Und da haben wir den nächsten Gewinner. Und zwar ist das die Nummer 4. Der Starter mit der Nummer 4 hat den Lafitte gewonnen. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch. Ich lege beide Kugeln nochmal hier hin. Ich habe das Ganze, wie gesagt, jetzt nicht geschnitten. Im Anfang vielleicht ein bisschen, aber die ganze Verlosung, das Einpacken der Kugel und sonstiges in einem Durchgang. Ich habe keine Ahnung, wer Starter 9 ist, wer Starter 4 ist. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, dass wir die nächste Veranstaltung wieder live machen können und auch wieder live ziehen können. Ich hoffe, die neuen Besitzer freuen sich an den Pferden. Wir werden sie in der nächsten Zeit benachrichtigen und dann natürlich auch die Pferde entsprechend zuschicken. Nochmal vielen Dank fürs Teilnehmen und für eure Geduld. Bis auf bald und wie immer, happy collecting!